herzlich willkommen zurück bei den Baubros, wieder im Keller. Ja, herzlich willkommen. Wir wollten euch mal kurz auf den neuesten Stand bringen. Viele gewartet. Genau. Endlich ist es wieder soweit. Die Baubros laden. Ihr seht schon, bei uns blinkt's rot. Ja? Fehlermeldung. Ja, hier hat sich ja einiges getan. Was sind denn das hier für Bauteile? Das kommt ja gar nicht klar. Kabelschutzrohre. Wo ich hingucke, sind neue Sachen. Dadurch wirkt das professioneller, durch diese Kabelschutzrohre. Okay, also von vorne. Was haben wir hier eingebaut? Zeig bitte die technischen Geräte. Also wir haben hier unsere, das haben wir damals ja schon gemacht, diese Hülsen. Und jetzt konnte man dann einfach diese Sensoren da reinmachen. Ich glaube, das haben wir auch einmal gezeigt bei dem da unten. Ja, ja. Die haben wir jetzt bei dem Sorel. Das ist von der Firma Sorel. Der LTDC. Es gibt auch M und was STD, also die kleineren Modelle. L ist Large oder so, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall. Der kann bis zu, ich glaube, 6 Sensoren kann der anzeigen. Und ihr seht, 3 Sensoren haben wir schon. S2, das müsste... Im Ofen, der. Nee, S2 ist, das zeigt man hier auf dem Bild. Man denkt immer, warte mal, wo war der? Das steht da. S2 ist der hier unten im Pufferspeicher. Die schließt man dann an und das ist auch beschriftet. Das ist sehr einfach. So, und dann haben wir S3. Hier ist noch so eine Abdeckfolie. S3 ist hier im Ofen. S3 ist oben im Ofen. Den haben wir auch angeklemmt. Das mussten wir hier allerdings verlängern in der Kabelbox. Yes. Ja, das ist wahrscheinlich falsch, dass man Niedervolt und normalen Strom in einer großen Box hat. Ne? Das ist wahrscheinlich ein Fail. Aber sollen wir jetzt noch 10 andere Boxen da machen? Nö. Die sind mit Lüsterklemmen. Was soll denn da passieren? Wir können die ja noch, markieren. Ne? Dann machen wir noch ein Klebeband drum. Vorsicht, Niedervolt. Weil wenn du hier irgendwie mal weißt, was ansteht, dann ist das Ding natürlich kaputt. Ne? Denke ich mal. So, und dann der S4. Das ist der hier oben. Den haben wir auch schon angeschlossen. Und dann muss man einfach nur noch Strom anschließen. Und der hat so voreingegebene Programme, ne? Und genau. Der leuchtet jetzt auch nur rot, weil die Solaranlage, das ist ja alles noch genau, nicht angebaut. Genau, da ist S1 und S1 ist natürlich noch nicht angeschlossen, weil unsere Warmwassersolar, die fehlt noch. Wir haben das Programm schon mal ausgewählt. Kann auch sein, dass wir nochmal, wenn der Ofen erst läuft und die Solaranlage immer noch nicht da ist, heaven forbid, aber das kann passieren. Das finden viele jetzt toll, wenn man so englische Sachen reinwirft. Ach so? Ich kann das sehr gut, weil ich habe ja mal in Amerika gewohnt. Ach so. Und deswegen kann ich auch gerne mal, heaven forbid, wenn ich es mache, aber please. Ach so, ja. Toll, Mensch. Also nein, das kosmopolitisch. Das kann man auch rausschneiden. So, der S1 fehlt natürlich noch. Ne? Der Sorel 1, Sorel 2, Sorel 3, Sorel 4. Deswegen zeigt er hier an Fehler, weil Sonde defekt oder so, denkt er jetzt. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Wir haben es jetzt mal getestet, so bis jetzt. Wir haben das okay. Nicht. Deswegen war das auch, das war ein bisschen schwierig, sich da einzufuchsen, weil sowas habe ich ja noch nie angeschlossen. Aber das kann man. Also... Du darfst natürlich nur Plus an Plus und Minus an Minus. Wenn du das falsch rum machst, dann solltest du das lieber lassen. Na klar, logisch. Das ist nichts für Leute, die das verkehrt rum gerne anschließen. Okay, bis also gehen wir erstmal weiter. Was haben wir denn hier noch? Also diese Dosen, das sind ja das die... Das haben wir doch gezeigt. Haben wir gezeigt, okay. Da sind die WLAN-Module drin und die steuern die Dinger und die greifen die Temperatur ab. Und ich kann das auf dem Handy mal kurz zeigen. Da habe ich da schon mal was vorbereitet. Nämlich in meinem Home Assist. Da habe ich hier oben dieses Symbol genommen. Seht ihr das? Beim Home Assistant habe ich dieses Heater-Core. Das ist so eine. Das sieht aus wie ein Pufferspeicher. Pufferspeicher und dann habe ich hier verschiedene Zonen. Ich habe dann gesagt, okay, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4. Mhm. Und das ist dann Zone 2, also hier. Vielleicht ist das auch falsch, aber ist mir egal. dann haben wir jeweils eine Zone. Man muss das wird dunkel. So, und dann kann man hier die Temperatur auch schon ablesen übers WLAN, weil die Dosen dann da drin, die Dinger sind ja auch jetzt schon im WLAN, weil die sind an, die haben Strom. Und deswegen kann der hier lesen, der liest ja einmal hier bei dem Ausgang, ganz am Pufferspeicher, da wisst ihr noch, das haben wir so weit mit dem Kabelbinder reingeschoben, dass er dann direkt am Pufferspeicher misst. Da hat er zum Beispiel, das ist Zone 2, 13,2 Grad auf dieser Seite. Und auf dieser Seite hat er 13,0 Grad. Gut, das ist jetzt 0,2 Unterschied, das ist das Ganze. Das ist vernachlässigbar. Nur wir wollen ja auch wirklich wissen, wenn er jetzt hier anzieht, um das aufzuheizen, was zieht er da für eine Temperatur? Deswegen haben wir hier und da einen Sensor. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, kann man auch sagen, es reicht einer oder nur der ist höher. Und man will ja schon wissen, was saugt der hier jetzt für eine Temperatur an? Und wenn er das von unten ansaugt, was ja der Fall ist, weil da, also da saugt er ja von unten an, weil das läuft ja oben, nee, warte mal, es läuft unten zurück, genau, da. Und hier oben läuft, saugt er an und hier ist das so, er saugt
in der Zone 2 an, also hier oder weiter unten, je nachdem, und oben zurück. Das heißt, es zirkuliert eigentlich eher so. Mhm. Aber da das warme Wasser ja eher oben bleibt, er schiebt sich, ich versuche mir das vorzustellen, er schiebt sich dann von oben langsam mit heißem Wasser voll. Und wenn er dann hier merkt, oh, das wird zu heiß, dann schaltet er einen tiefer. Das ist ja eigentlich, haben wir ja auch schon ein paar Mal erklärt, das ist eigentlich die Idee mit diesen billigen Stellmotoren. Genial. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Zeig doch bitte nochmal, das ist so toll und interessant. Also ich habe jetzt hier nochmal diese Verläufe eingestellt. Man kann da also sich Karten erstellen in diesem Home Assistant, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt auf die letzten 2 Tage stündlich sehen, was die Temperatur im Pufferspeicher war. Das ist nichts Besonderes. Da kannst du nicht mit angeben mit 13 Grad im Pufferspeicher. Ne? Aber das ist ja auch noch kein Wasser drin. Das ist jetzt ja hier im Keller und das Fenster, das ist auch undicht. Also hier ist es Zietz und es ist ja noch kalt draußen, sag ich mal, 10 Grad momentan. Wieso mein Fenster? Das ist doch völlig in Ordnung. Das ist scheiße. Da ist doch nichts mehr. Das ist nichts mehr. Ja, stimmt. Das kannst du auch mit Altmetall schmeißen. So, und dann sieht man hier den Verlauf und später siehst du halt, ah, der Pufferspeicher ist schön heiß geworden. Der passt sich von der Skala dann an. Ne? Das Schöne ist, man kann auf dem Handy sehen, muss ich einen Ofen anmachen oder nicht. Ne? Ja, oder springt gleich, so, wenn du Gasheizung damit dran hast, oh, springt gleich Gasheizung an, da muss ich auch mal lieber jetzt Holz nachlegen. Nachlegen, ne? Oder die Sonne scheint nicht, ich gucke aus dem Fenster. Wobei, da könnte man auch hier gucken, ja, die Sonne scheint nicht. Dann kann ich über die Kamera gucken, ob die Sonne scheint, ja. Okay. So. Also warte mal, dann geht das hier, also das Kabel so weiter. Hier ist jetzt so eine große Verteilerdose. Was, ja, ich glaube, da haben wir einen Fehler gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man... Du kannst das mal so zeigen im Video, aber da werden alle wieder in 3 Oktaeder springen. weil wir hier, also sowohl Sensorkabel, so wie der wird weitergeleitet zum Ofen. Mhm. Als auch andere Kabel in der gleichen Dose haben. Das ist wahrscheinlich ein Fail. Auch, ich habe auch mal gehört, oder die soll man getrennt halten, weil die Sensorkabel teilweise sehr empfindlich sind. Und wenn dann höhere Ströme da direkt dran vorbeifließen mit hohen Amperezahlen, mhm, ist nicht mit zu spaßen. Beziehungsweise das verfälscht dann teilweise die Sensornachrichten. Naja. Aber hier so bei 10 Watt für dies oder 20 Watt für die Pumpe, das ist. Genau, also nochmal hier zur Erklärung. Hier kommt jetzt vom Ofen der Sensor an. Hier geht der Strom und die Steuerungsdinger für diese Pumpe, Rücklaufanhebung. Richtig, ja, genau. Dann was geht hier noch weg? Was ist hier? Ja, das ist Strom eigentlich für deine Fußbodenheizung bzw. Stellmotoren. Und da laufen aber 2 Kabel drin. Da haben wir einfach herkömmliche, was sind NIM-Kabel oder was? Diese normalen Stromkabel für die Wand, die grauen, diese hier, die haben wir da reingelegt. Und da ist einmal eine Stromversorgung für hier. Und dann haben wir noch, das hier sind ja die Kabel, die dann zu deinem Thermostaten gehen. Der wird auch mit Strom versorgt, aber der steuert natürlich auch die Stellmotoren. Der sagt, wann die sozusagen auf und zu gehen sollen. Genau. Ne? Der Thermostat ist natürlich drüben im Zimmer. Natürlich. Und klar, hier sind die Stellmotoren einzeln angeschlossen und die sind dann hier auf den Heizkreisen, die auch in den Raum gehen. Und die stellt er dann immer gleichzeitig. Also das haben wir eigentlich ja schon fast fertig jetzt. Ne? Es muss noch ein bisschen gedämmt werden. Aber wir gucken erstmal, ob das so funktioniert. Ja, genau. Genau. Ja, die Pumpe haben wir mit am Strom angeschlossen. Die haben wir aber noch alle, weil ist noch kein Wasser drin. Aus Sicherheitsgründen. Ja, das ist angeschlossen. Wenn ich das jetzt einstecken würde, dann wird das Ding ja eventuell loslaufen. Und im trockenen Betriebszustand sind diese Pumpen nicht zu verwenden. Nee, da hast du gleich einen Materialschaden. Also das kenne ich aus der Teichtechnik. Ich bin auch aus der Industrie. Ach so, Kühlkette und so. Ja, alles klar. Ja, schön. Mhm. Ja, aber es ist ein ganz schön jetzt Gefrieme hier. Ne? Also Respekt, Props gehen raus an die Baubos. Psychokaro. Das bleibt ja alles so, wie das ist. Da wird auch nicht dran gerüttelt. Das bleibt ja alles so, wie das ist. Da wird nicht dran gerüttelt. Lass das Kabel ab. Ich komme aus der Industrie. Ich habe gerade in der Küche geguckt, probeweise wegen deiner Anspielung, es wäre kein Obst im Haus und es ist Obst da. Wegen deiner Anspielung. Naja. Gut, haben wir das erledigt. Kleiner Diskurs an dieser Stelle. Ja, das ist natürlich so eine Alpha-Basisschiene. Ich muss sagen, dieses ganze System Fußbodenheizung, ne, das habe ich von der Firma Selfio gekauft. Ne? So für Heimwerker-Experten. Bevor ich mich da selber reinfuchse, habe ich gesagt, konnte man auf der Internetseite eingeben. Wie groß der Raum? Da haben die gesagt, ah, da empfehlen wir so und so viel Heizkreise. Bla, und die bla, haben bla. Dir die Alpha-Basis angedreht? Als Steuerung haben die mir dies angedreht. Die waren mit dabei. Dies Teil war dabei. Hier mit diesem, wo man das einfach an den Heizungsvorlauf und Rücklauf anschließt. Der regelt dann die Temperatur runter für die Heizkreise. Ich habe natürlich gesagt, nee, warte mal, ich will ein paar mehr, weil da kann ich noch anschließen dann, wenn ich weitere Räume mache, was ja der Plan ist. Das wussten die bei Selfie natürlich nicht. Habe ich gesagt, nee, komm, gib mir da den größeren. Ja, das war alles. Und dann hier auch diese Leitung für da und diese... Du hast ja erst 50%
Du hast ja erst 50% in Gebrauch jetzt, ja, von diesen 6 Anschlüssen. Genau. Ne? Klar, logisch. Genau. Also ich kann noch mal so viel Fläche bedienen. Hier. Da bist du flexibel, das ist immer schön. Dann, ne? Man kann natürlich auch mit anderen Systemen arbeiten, dass man einfach sagt, ach, ich nehme die alte Heizkörperleitung und mache das mit RTL oder wie das heißt, Ventil. Geht auch, aber jetzt habe ich hier das... Die haben jetzt das neue Super RTL. Ne? Ach so, Super RTL. RTL 2. Soll noch besser sein. Ja, ne? Ist doch schön. Ist die Steigerung dann. Ne? Ja, das ist das. Ne? Also das ist von Props gehen raus an Selfio. Das hat alles bis jetzt... Gut, es läuft jetzt noch nicht, aber es hat bis jetzt alles so funktioniert. Alles ist sehr gut gelaufen, aber es läuft halt noch nicht. Ja, ansonsten läuft das sehr gut. Nee, aber es hat bis jetzt alles geklappt. Auch dieses die Verlegehilfe da, diese Haspel, weißt du noch, das Drehding. Also es läuft alles sehr gut. Das Tacker-System hier mit dem, ja, das war doch super. Uran-Tacker und diese Geschichte. War wirklich 100%. Mhm. Und die hatten bloß ein paar Sachen nicht, die musste ich dann woanders bestellen, da waren die ausverkauft. Aber die haben mir gesagt, genau welches Teil das sein müsste und es hat auch dann geklappt. Ich meine, das musste ich, glaube ich, woanders kaufen. Echt? Ja, aber das, die haben dann so, ne, gesagt, dies und dieses Modell und so, können sie woanders bestellen. Also Respekt, Props gehen raus. Das sieht auch schön aus hier mit diesem matten Edelstahl, muss ich sagen. Das ist eine schöne Sache, ne? Auf jeden Fall. Ja, und das, dann ist das hier so, irgendwie, der reguliert dann den Druck automatisch, dass es überall gleich ist und so. Also solche Sachen, also, toll. Man muss sich eigentlich also, gar nichts mehr kümmern. Naja, du musst halt noch halbwegs richtig rum anschließen, damit die Pumpe auch richtig rumläuft. Ne? Und hier siehst du auch, das ist jetzt hier diese hellen Felder. Da sieht man jetzt, das ist eigentlich so ein Thermostat. Man hat ja eigentlich nur ein Thermostat pro Raum. Ich habe jetzt in diesem Raum ja 3 Heizkreise, 1, 2, 3. Und das sind diese 3 hier. Genau, ne? Genau, ein Thermostat. Ich könnte jetzt, wenn ich sage, einen kleinen Raum, da habe ich nur einen Heizkreis, könnte ich hier das nächste Thermostat und dann den 3., 4., 5., 6. Raum. So viele werden es bei mir nicht werden, aber also das kann man hier alles noch beantworten. Es gibt ja mittlerweile auch WLAN-Thermostate. Ne? Würde man denn hier... da auch dieses WLAN-Thermostat anschließen? Oder WLAN-Thermostat kommuniziert wahrscheinlich direkt mit den Stellmotoren. Könnte auch sein, ne? Weiß ich jetzt nicht. So modern bin ich dann auch nicht. Nee, du bist natürlich mit dem auf der sicheren Seite, ne? Dass die auch laufen, wenn das WLAN mal nicht an ist. Du kannst da oben, ich habe das schon angebaut, das geht ja, ich habe den jetzt abgestellt, er zeigt trotzdem die Temperatur an, aber nicht, dass er hier irgendwelche Impulse die ganze Zeit gibt. Weil, das wäre auch nicht schlimm. Aber du kannst da dran drehen, Temperatur einstellen. Da kannst du, glaube ich, auch sowas wie Nachtabsenkung. Das habe ich jetzt nicht. Hier, da ist noch so ein Uhrensymbol. Ja, aber auf so einem Quatsch, da gibt es hier so einen, hier, kannst du von hier mal filmen. Anschlussstecker, der dann zeitschaltmäßig irgendwas auch noch einstellen kann. Aber so ein Firlefanz, oh ja, natürlich nicht. Ne? Bei mir soll immer volle Pulle laufen. Ja, dann viel Spaß beim Heizen. Ich will eigentlich immer nur in Unterhose rumlaufen. Du musst aber ordentlich Eichenstämme mal reinwandern lassen, dass du da auf Temperatur kommst. Ne? Altölkanister. Nee. Das müssen wir rausschneiden. Also, warte mal. Machen wir nicht. Ja, und hatten wir dies auch schon hier, den Environ Pro? Ja, den nennen wir so. Das ist einfach nur die Pumpengruppe. Ja. Den haben wir von der Firma Environ bestellt und da haben wir nämlich eine Alpha 2 bekommen im Set mit dem mit der ganzen Pumpengruppe. Also hier die Kugelhähne oben mit Temperaturanzeige, die Zollauslässe, damit man auch einiges an Durchlass fahren kann. Und dann hier die automatische Temperatureinstellung. Die Ferneinstellung motorisch kannst du die nachstellen. Werden wir wahrscheinlich zunächst nicht anschließen, aber die Option besteht. Und was hier jetzt noch fehlt, der Vorlauf ist ja schon da. Den haben wir auch den aus Kupfer gemacht. Den haben wir aus Kupfer gemacht wegen den hohen Temperaturen. Könnte ja sehr hoch sein hier oben. Ja, natürlich, klar, logisch. Auch hier wird es dann runtergeregelt und insofern hier machen wir mit PEX weiter. Genau, und hier kommt jetzt dann noch der Rücklauf. Den hatten wir noch nicht, denn in den Rücklauf kommt ein Kaleffi, Kalippo, ein Dirtbag. Teenage Dirtbag. Nee, Dirtmag heißt das. Hammerwitz. Mit Magnet, ne? Mit Uranmagnet. Richtig. Also die kleinen Uranteile aus unserem Reaktor, dann werden die also. wenn jetzt in diesem Reaktor, also irgendwelche Teile sich lösen sollten, dann fängt der das ab. So läuft das. Nein, das ist einfach nur ein Metallabscheider. Also wenn kleine Partikel aus dem Temperguss. Wir haben ja hier mit, ihr seht das, hier ist teilweise schon raus. Ne? Da. Aber auch aus den Leitungen und so, Ablagerungen. Ablagerungen und so, magnetische und nicht magnetische Sachen werden abgeschieden, sagt man ja dann. Ja. Ja. Und den wollen wir jetzt heute hier in den Rücklauf einbauen. Jetzt ist das aber so mit dem Kupfer, wir haben jetzt nicht mehr viel da und wir wollten das mit PEX jetzt machen. Das geht auch. So ein Rücklauf, der ist nicht heiß. Und dann sind wir da flexibler mit den Rohren. Ne? Und dann kann man die auch leichter mal abnehmen. Ja, genau.
Ja, und Carolus, warum haben sich die Baubros denn jetzt für dieses Alpha 2 Modell entschieden? Ja, sonst wird ja hier gern auch mal die UPM 3 eingebaut. Das ist ja hier nicht der Fall. Welchen Grund hat es? Du hast recht, ich habe die UPM 3 übrigens auch für unser Solarsystem vorgesehen. Das ist auch eine solide Pumpe, aber warum hast du dich jetzt hier... Also die Alpha 2 hat den Vorteil, du hast nur einen Stecker. Warum hast du nur einen Stecker? Aber Gideon, da ist ja nur ein Stecker dran, ja. Heizungssteuerung ist da. Braucht der nicht. Der braucht keine extra Drehzahlregelung, weil das macht der automatisch, je nach nötigen Druck. Regelt der hoch und runter. Das ist natürlich eine Niedrigenergie. Nein, Quatsch. Hocheffizienzpumpe. Hocheffizienzpumpe, genau. Es ist natürlich Alien-Technologie. Kein Mensch versteht, wieso der merkt, ob ich irgendwo einen Heizkörper aufdrehe oder nicht. Aber dann pumpt der mehr oder weniger oder stellt sich ab oder höher. Das kann der. Kein Mensch weiß, wie das funktioniert. Aber es ist wie mit Pyramiden. Es funktioniert. Man muss auch nicht alles verstehen, aber man muss es haben. Das genau. Ist das. Einbauen, Leute. Einbauen. Ne? Ja, genau. Deswegen haben wir uns die Pumpengruppe geholt. Die konnten wir auch, was zufällig so war, ich weiß nicht, ob das bei allen Pumpengruppen ist, hier war ja, das haben wir, glaube ich, auch gezeigt, ne? Nee. Haben wir nicht gezeigt. Da hinten ist, in diesem Kugelhahn, ist ein Gewinde, ein M8-Gewinde und das konnten wir direkt auf die Stockschraube. Das Ding, das sitzt bombenfest. Ja, das ist wirklich, das also gut, das fand ich gut, muss ich sagen. Wir haben dann hier noch eine Stelle haben wir noch unten, da wird der da gehalten. Und dann ist das Thema, ist der fest. Und dann brauchen wir nur noch direkt unsere Leitung dahin machen. Da brauchen wir zwischendurch keine Stelle mehr haben, weil das ist alles, das ist solide. Ne? Ja. Hier, da wackelt nichts. Ja, das ist wirklich 100%. Gut, dann haben wir ja einen aktuellen Überblick, wie das bei uns hier läuft und wie wir das anschließen. Und dann würde ich sagen, als nächstes bauen wir dann die Rücklaufleitung ein. Und hier fehlt noch ein Anschluss bei unserem 150 Liter Mack. Das muss ja noch angeschlossen werden. Da unten fehlt noch ein Stück. Das haben wir jetzt bekommen. Ne? Wollen wir das mal zeigen? Wir haben noch einiges nachbestellt. Und ich muss sagen, im Baumarkt oder so, wenn man da diese T-Stücke und Teile haben will, die kosten alle das Doppelte. Das Dreifache teilweise. Wir sind ja sonst eigentlich gerne bei der Firma Thom. Aber da seid ihr einfach zu teuer bei diesen Teilen. Ich weiß nicht warum. Ich fände das gut, wenn die das einfach mal halb so teuer machen würden. Liebes Thom, liebe Firma Thom, mach doch bitte einige Sachen mal billiger. So. Ach ja, hier. Guck mal, das ist ja das Teil, was hier reinkommt, ne? Und da verbindet das. Und dann können wir das auch zu... Das hatten die nicht mehr da im Baumarkt. Das mussten wir jetzt online bestellen. Das ist aber auch in Ordnung. Wir haben ja sowieso bestellt. Das haben wir da auf 20er Leitung. Das haben die nicht mehr.